Macht's gut, fahrt ihr zu Oma. Ich brauche etwas Ruhe wegen der Arbeit. Ich glaube, wir alle kennen solche Sätze, sagen sie manchmal schnell. Seit dem 13. Oktober geht mir dieser eine Satz nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe am 13. Oktober mit einem Vater, mit einem Ehemann gesprochen in Israel. Er sagte, haben Sie diesen Satz schon mal gesagt? Es war mein letzter. Zu meinen zwei Töchtern, zu meiner Frau. Seitdem habe ich nicht mehr mit ihnen gesprochen. Ich habe sie noch mal gesehen, auf einem Video, wie meine kleinen beiden Mädchen zusammengefercht auf einem Pickup-Truck geworfen wurden, verschleppt von Terroristen. Schmerz seit 48 Tagen. Schmerz, für den es keine Worte gibt. Den gleichen Schmerz, glaube ich, gespürt zu haben, ähnliche Worte hörte ich in Ramallah von einem Familienvater, von einem Ehemann, ähnliches Alter, den ich dort vor zwei Wochen traf. Seine Frau, sein einziger Sohn, begraben unter Trümmern in Gaza, Stadt. Ein paar Wochen vorher hatte er ihnen ebenfalls einfach Tschüss gesagt. Ich spreche heute hier ganz bewusst über beide. Ich habe in den letzten Wochen ganz bewusst über beide Väter gesprochen, den israelischen Vater und Ehemann, den palästinensischen Vater und Ehemann in Berlin, in Tel Aviv, in Ramallah, in Beirut, in Riad, in Amman, in Brüssel. Am 7. Oktober hat die Hamas nicht nur auf brutalste, auf barbarische Art und Weise Frauen, Männer und Kinder angegriffen, ermordet, verschleppt. Am 7. Oktober hat die Hamas gezielt Kibbuzim auf bestialische Art und Weise angegriffen. Kibbuzim, also Orte, wo vor allen Dingen Menschen lebten, die seit Jahren, manche ihr Leben lang, für das friedliche Miteinander zwischen Israelis und Palästinensern einstanden. Am 7. Oktober hat die Hamas das Trauma der Shoah reaktiviert. Und der 7. Oktober war der Beginn des gezielten Angriffs der Hamas und derer, die es ermöglichten, auf die Normalisierung zwischen arabischen Ländern und Israel. Und mit jedem Tag des humanitären Leids in Gaza setzt sich dieses Drehbuch des Terrors fort. Mit jedem Tag werden die Gräben tiefer, nicht nur zwischen Israel und seinen Nachbarn, sondern auch international. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, genau das zu verhindern, einen regionalen Flächenbrand und diese internationalen Gräben. Dafür zu sorgen, dass der universelle Blick, der ebenso angegriffen wurde am 7. Oktober, nicht verloren geht. Denn genau das droht, wenn das Leid des anderen nicht mehr gesehen wird. Wenn in VN-Resolutionen der barbarische Angriff der Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober ausgelassen wird. Wenn jegliche humanitäre Hilfe für Palästinenser als Terrorfinanzierung verunglimpft wird.
Wenn es in dem Konflikt nicht mehr um die Menschen geht, um ihr Leid, sondern auch bei uns in Deutschland um Bekenntnisse. Entweder das Selbstverteidigungsrecht Israels oder das humanitäre Leid in Gaza. Beides aber ist Realität. Beide Väter, all die Familien, sie sind Menschen, sie sind Realität. Und Realität ist, Israel wird niemals in Sicherheit leben können, wenn dieser Terror nicht bekämpft wird. Zugleich kann es nur Sicherheit für Israel geben, wenn auch die Palästinenser eine Zukunftsperspektive haben. Weil alle Leben gleich viel zählen. Weil ohne Anerkennung des Leid des anderen das eigene Leid niemals enden wird. Daher ist es an uns, möglichst mit vielen Partnern, weil alleine können wir das nicht, trotz aller Verzweiflung in der Region genau diesen universellen Blick und die Empathie zu wahren. Als ein Land, für das Israels Sicherheit Staatsräson ist. Als ein Land, in dessen Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, und als eine grüne Partei, deren Grundsatz ist, im Mittelpunkt unserer Politik steht der Mensch in seiner Würde und Freiheit. In den Worten der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer, ich zitiere: Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es ist alles menschliches Blut. Wir sind alle gleich. 1200 Ermordete, 240 verschleppte Menschen, Frauen, Kinder, Männer aus Israel. Wahrscheinlich über 14.000 tote Menschen, Töchter, Söhne, Mütter, Väter aus Gaza. Jeder, der dieser Tage mit beiden Augen hinschaut, hat die furchtbaren Bilder aus dem Schifa-Krankenhaus gesehen. Frühchen evakuiert. Viele von ihnen, wenn man genau hinschaut, so schwach, dass der Anblick kaum zu ertragen ist. Jeder, der jetzt in den letzten Stunden hingeschaut hat, sieht zugleich auf diesen Videos, dass diese Frühchen, dass Patienten in diesem Krankenhaus als menschliche Schutzschilder missbraucht wurden. Jeder, der hinschaut, sieht diese Tunnelanlagen, darunter die Terrorstrukturen, in denen eine ganze Krankenhausstruktur eingebettet ist. In diesem Dilemma, da gibt es keine alleinige, da gibt es keine gute Option. Vielleicht entziehen sich deswegen so viele genau diesem Dilemma, genau diesem Blick für das Universelle. Aber verantwortungsvolle Außenpolitik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, heißt, dieses Dilemma zu sehen, es auszuhalten und sich ihm zu stellen. Und ich bin dankbar, dass wir dies auch als Partei heute hier, aber vor allen Dingen in den letzten Wochen im Bundestag, aber auch vor Ort, bei euch direkt vor Ort, so getan haben. Uns dem stellen, es aushalten, den universellen Blick immer wieder wagen, auch wenn das, was man sieht, kaum zu ertragen ist. Eben nicht in einfache Antworten, das einseitige Hinschauen zu verfallen, auch wenn es manchmal so viel einfacher scheint. Daher war es für mich als Außenministerin wichtig, nicht
dem Impuls zu folgen, einfach Waffenstillstand zu rufen, weil es das Selbstverteidigungsrecht von Israel in Frage stellt. Ja, ich verstehe diesen Impuls, aber es gibt keine Antwort auf die Geiseln. Es gibt keine Antwort auf den andauernden Terror, der sich regruppiert. Es gibt keine Antwort auf die Angriffe, die nicht nur von der Hamas, sondern auch der Hisbollah und den Houthis ausgehen. Und es sieht nicht die 250.000 Umgesiedelten in Israel, nicht nur im Süden, sondern im Norden, die Schulen, die im Zweischichtbetrieb in Israel unterrichten, weil die Schulen dort nicht genügend Schutzbunker für alle Schulkinder haben. Klar ist, Israel hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen des humanitären Völkerrechts seine Bürgerinnen und Bürger gegen den furchtbaren Terrorangriff der Hamas zu verteidigen, wie jedes andere Land auf dieser Welt. Klar ist zugleich, Israel kämpft gegen Hamas und nicht gegen die Palästinenserinnen und Palästinenser. Zivilisten stehen unter Schutz, und diese Verpflichtung des internationalen Rechts muss gewahrt werden. Genau das macht nämlich den Unterschied aus zwischen einer Demokratie wie Israel und einer Terrororganisation wie der Hamas. Mir war und mir ist daher wichtig, zu machen, was möglich ist. Humanitäre Pausen. Ja, sie haben mit Stunden begonnen. Aber wenn alles gut geht, sind es ab morgen ein paar Tage. Um die Geiseln frei zu bekommen und um endlich mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen, die Menschen dann auch erreicht. Und ohne andere Partner aus der Region wäre das nicht möglich gewesen. Und ich bete so sehr, dass es ab morgen endlich möglich ist. Auch dafür haben wir in den Vereinten Nationen verhandelt. Wir tun und haben alles dafür getan, dass mehr Wasser reinkommt. Am Anfang ging es um jede einzelne Flasche. Dass es Treibstoff gibt, weil Treibstoff eben auch die Sauerstoffgeräte in den Krankenhäusern für die Frühchenstation betreibt und die Entsalzungsanlagen. Deswegen haben wir als Bundesregierung die humanitäre Hilfe in den ersten Tagen nicht eingestellt. Sondern sie erneut überprüft und in den letzten Wochen weiter erhöht. Auf insgesamt 161 Millionen Euro in diesem Jahr für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Und ich möchte an dieser Stelle auch deutlich sagen, die G7-Staaten, die wirtschaftsstärksten Industrienationen und Demokratien der Welt, zahlen 2/3 der UNRWA-Finanzierung, also der Finanzierung des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerk für Gaza. Und wir zerbrechen uns rund um die Uhr den Kopf, wie wir mehr humanitäre Hilfe reinbekommen können, angesichts dessen, dass nur ein Grenzübergang offen ist. Was Feldlazarette bedeuten könnten, wenn wir sie reinlassen können. Ob Dinge aus der Luft helfen, übers Wasser. Und vieles, was wir diskutieren, müssen wir verwerfen, weil es zum Beispiel gar keinen Hafen in Gaza gibt. Aber wir tun das immer weiter, auch wenn es mühsam ist. Auch wenn ich manchmal verzweifeln könnte, dass es um jeden einzelnen Truck geht. Wir tun es weiter, weil es auch im Sinne Israels ist. Denn die große Zahl an Opfern darf nicht zu noch mehr Trauer und Wut in der arabischen Welt führen. Darf nicht dazu führen, dass dieser Konflikt sich regional weiter ausweitet.
Das ist immer wieder Teil meiner Gespräche in Israel. So wie es aus unserer Sicht nicht in Israels Sicherheitsinteresse sein kann, wenn radikale Siedler im Westjordanland die Situation weiter anheizen, ausnutzen, Fakten vor Ort schaffen und Palästinenser aus ihrer Heimat vertreiben oder gar töten. Genauso eindringlich werbe ich gegenüber unseren arabischen Partnern dafür, sich in die Situation der Menschen in Israel zu versetzen. Zu verstehen, dass der Angriff der Hamas ein Angriff auf das Herz der israelischen Gesellschaft war. Dass kein Land auf der Welt, auch kein arabisches, solch einen Angriff tatenlos hinnehmen könnte. Der 7. Oktober war ein Angriff auf die Sicherheit der gesamten Region. Und auch wenn eine Zwei-Staaten-Lösung heute weit weg erscheint, so müssen wir, davon bin ich zutiefst überzeugt, schon heute über das Morgen reden, aufzeigen, was sein kann. Weil wenn wir diesen Glauben verlieren, dann wird es niemals kommen. Und dass wir das mit unseren Partnern, gerade auch mit etlichen aus der Region, trotz allem in diesen Tagen können, das ist für mich ein Lichtblick inmitten dieser menschlichen und politischen Tragödie. Ich sage das auch mit Blick darauf, wie der Konflikt selbst bei uns Raum greift, auf unseren Straßen, in unseren Schulen. Viele, wahrscheinlich alle von euch, erleben das. Wenn uns gerade eins die letzten Jahre gezeigt haben, dann noch das, welches Privileg es ist, dass wir hier in unserem Land, in unserem Europa, in Freiheit und Demokratie leben dürfen, das Recht haben, seine Meinung zu sagen, aber auch das große Glück, unseren Kindern einfach morgens Tschüss zu sagen. Und all das kommt nicht von ungefähr. All das ist das Fundament, auf dem wir stehen, das unser Grundgesetz ausmacht. Und deswegen sind wir bei der Frage von Hass und Hetze so klar. Antisemitischer Hass, anti-israelische Hetze sind keine Meinung. Wer in Deutschland lebt, für den gilt das Grundgesetz. Egal, ob hier geboren, zugewandert, egal, ob er sich links, rechts oder wo auch immer verortet. Wer in Deutschland lebt und das Existenzrecht Israels in Frage stellt oder gar den Holocaust relativiert, der trifft auf unseren erbitterten Widerstand mit all seinen Konsequenzen. Wer in Deutschland lebt und das Existenzrecht Israels in Frage stellt oder gar den Holocaust relativiert, der trifft auf den erbitterten Widerstand mit all seinen Konsequenzen von uns, weil es an dieser Stelle kein Ja-Aber, sondern nur ein Nie-Wieder gibt. Und zwar, egal ob in Neukölln, in Halle oder in Sindelfingen, erst recht in Tel Aviv oder in Haifa, Jüdinnen und Juden müssen überall in Sicherheit leben können. Überall auf dieser Welt. Überall in Israel.
Das ist das Existenzrecht Israels, gemeinsam von der internationalen Gemeinschaft verbrieft. Und dazu zählt auch jener Kibbutz an der Grenze zu Gaza, aus dem die beiden Töchter entführt wurden, mit deren Vater ich sprach, und der in diesen Tagen, wie so viele, hofft, dass er endlich sagen kann: Ihr seid in Sicherheit.